freue dich nun auf den zweiten Teil des spannenden Interviews mit Melanie Thormann, der Frau hinter der Firma Fitura Fit für die Zukunft. Hör dir aber unbedingt den ersten Teil an. Viel Spaß damit. Bei dem, was du mir alles erzählst, fällt mir auf, dein Vorleben war anscheinend Unternehmensberatung gemacht zu haben, oder? Ja, und hast dann selbst gesagt, oh, was kann ich jetzt besser machen, denn da ist mir auch einiges auf den Keks gegangen, oder? War das die Geburtsstunde von Fitura? Ja, unter anderem. Ja, das stimmt schon. Also ich komme schon ein Stück weit aus dem Unternehmensberatungsbereich, wobei ich nicht so ganz diese harte Schiene immer gefahren habe, weil für mich auch schon zu der Zeit immer wichtig war, dieses Gesundheitsthema oder dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema mit hineinzubringen. Also für mich war immer, egal was ich getan habe, der Faktor Mensch ganz, ganz wichtig. So, und dann gab es aber eine Zeit, als ich wirklich diese klassischen Beratungsthemen gemacht habe, da bin ich eher angeeckt mit diesen Themen. Ja, also da kam dann eher so, oh, jetzt kommt sie wieder mit ihren Gesundheitsthemen oder Madame Softskill und was weiß ich, was oder alles für Namens für mich hatten, weil die Zeit nicht reif war dafür. So, und ich habe aber nie locker gelassen, weil es meiner Essenz entsprach. Ich konnte nicht anders arbeiten. Natürlich sind Zahlen, Daten, Fakten wichtig. Aber der Mensch dahinter, der diese Zahlen, Daten, Fakten liefern muss, der hat ja ureigene Bedürfnisse und eine ureigene Kernkompetenz und der bringt seine eigene Essenz mit. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dann kann das im Endeffekt nicht funktionieren. So, und dann habe ich mal aus einer persönlichen Situation heraus, wo ich mich tatsächlich mal 1-2 Jahre ein bisschen zurückgezogen habe, habe ich dann in der Überlegung, okay, wie machst du jetzt weiter, habe ich tatsächlich für mich entschieden, jetzt drehst du den Spieß um. Weil erstens ist die Zeit reif dafür, dass die Menschen endlich auch bewusster werden, was das Thema Gesundheit und Körper, Seele, Geist und Achtsamkeitsthemen und so weiter betrifft. Und andererseits dann genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dass dieser Markt so überflutet ist, dass eigentlich keiner genau weiß, wo soll ich eigentlich anfangen. Ja, so, und das war dann die Geburt von Fitura, und dann zu sagen, okay, ich weiß das alles, ich kann das alles, ich habe das alles gemacht, ich kenne euch, eure Herausforderungen, ich kenne das, woran ihr euch stört und was eure Probleme sind, und kann jetzt hier mit neuem Spirit etwas für euch hineinbringen, das euch wieder in den nächsten Schritten ein Stück weiterbringt. Ja, das sind maßgeschneiderte Lösungen, ganzheitlicher Ansatz. Und was ich auch herausgehört habe, du gehst natürlich auch einen Weg mit dem Kunden. Das eine, dem Unternehmer Adam, bist du schon ein Jahr mit dabei. Das sind ja auch Dinge, die sind nicht so von heute auf morgen mit einem Fingerschnack zu lösen, sondern da muss sich ja jeder auch weiterentwickeln. Das stimmt. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, da immer so einen Prozess auch rauszunehmen, um den zu erklären. Weil erstens ist jeder Kunde anders. Das heißt, wenn ich jetzt 1:1 erzähle, was ich mit dem gemacht habe, kann das sein, dass der nächste Unternehmer sich dadurch überhaupt gar nicht angesprochen fühlt. Mhm. Und dann verändert sich tatsächlich auch in der Zusammenarbeit an sich, verändert sich so viel, weil wir ja auch dort in einem stetigen Wachstumsprozess sind, der dann unter Umständen auch mal nötig macht, einen Schritt wieder zurückzutreten und drauf zu schauen auf die Situation, um zu sehen, okay, da und da stehen wir jetzt, gehen wir diesen Weg weiter oder nehmen wir vielleicht die nächste Abgabelung, weil das vielleicht jetzt eher geeignet ist. Mhm. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr maßgeschneidert. Ich kann aus einem riesen Tool schöpfen. Das macht es vielleicht für manch einen auch dann schwer, nachzuvollziehen, wenn er einfach nur mal auf die Webseite schaut. Aber aus einem Tool zu schöpfen und dann wertschätzend mit dem Unternehmer auch zu besprechen, das ist jetzt genau das, was du brauchst. Und der sagt, oh ja, ja, also so dieses so aufatmen, oh ja, endlich versteht mich einer und ja, das machen wir jetzt. Ja, das ist dann das, du sprichst, was daraus sein entstehen Problem darf. An seinen Schmerz sprichst du an und da fühlt er sich natürlich abgeholt und verstanden. Mhm, genau. Ja. Ja. Das hängt aber auch damit zusammen, dass du halt auch du hast mir im Vorgespräch mal von den 5 Säulen erzählt, dass du die ja auch mit in deinen Beratungsfokus hineinnimmst. Mhm. Auch mal die 5 Säulen raus, lass uns die mal besprechen. Denn
glaube, der Zuhörer wird dann hören, welche Wechselwirkung es gibt. In dem Fall der Adam, wenn er in seinem Unternehmen Herausforderungen, der geht ja nicht abends nach Hause, schaltet ab und sagt so, das war jetzt im Prinzip ein Job von 8 to 5, von morgens 8 bis abends um 17 Uhr und dann habe ich meine Ruhe. Nee, der trägt das Ganze ja in seinem Kopf, in seinem Körper, in seinen Gefühlen mit nach Hause. Was passiert dann, wenn er nach Hause kommt? Genau so sieht's aus. Also erstens, nochmal auf den Adam zurückzukommen. Ich gehe dann gleich auch mit Beispiel Adam in die fünf Säulen rein. Super. Ja, Adam hat die Herausforderung, dass er selbst für sich erkennen darf, dass er die Verantwortung trägt für sich und sein Unternehmen. Da sind wir vorhin ja auch kurz stehen geblieben. Ja. So, es macht jetzt also gar keinen Sinn, ihm, dass er sagt zu mir zum Beispiel, mach das mal in meinem Team, ich guck mir das mal an. Ja. Das ist ganz, ganz spannend. Das kommt leider immer wieder. Und dann muss ich, und gestern hat wieder jemand zu mir gesagt, oh, das ist, Sie sind aber böse. Ja, und dann, ich habe dann gesagt, ja, ich muss leider so sagen, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Das ist so. Das heißt, du erforderst ganz klar, dass der Unternehmer sich einbringt. Der kann nicht dich machen lassen als Erfüllungsgehilfin, weil. Nein. Das Thema, was du angesprochen hast, Verantwortung, und das merke ich auch immer. Wann bist du eigentlich erwachsen? Wann bist du cool drauf, wenn du Verantwortung für das nimmst, was du gemacht hast, was du nicht gemacht hast? Ursache und Wirkung. Genau. Wenn ein Unternehmer jetzt zu dir sagt, Melanie, marschier mal los, dann kann er nämlich nachher sagen, wenn es nicht geklappt hat, naja, du, haben wir halt einen Fehler geführt, die Melanie hat es halt nicht gut gemacht. Ich gemacht, ne? Und du nimmst ins Boot. Ist ein ganz wichtiger Coaching-Ansatz. Ja, also ganz, ganz wichtig. Also das ist die erste Voraussetzung, zu sagen beziehungsweise zu verstehen, er trägt die Verantwortung erstens für sich selbst und für sein gesamtes Umfeld. Und damit kommen wir jetzt bei den fünf Säulen an. Wenn er also weiß, ich habe die Verantwortung für mich selbst und mein Team, dann haben wir eine gute Voraussetzung geschaffen. Weil erstens akzeptieren ihn dann alle, ihn oder sie, sind ja auch Damen, die Unternehmer sind, logischerweise, weil er mit ins Boot springt und nicht von oben guckt und zuschaut, wie die anderen sich bewegen. Genau das funktioniert ja auch wieder nicht. Ja. So. Und wenn wir also bei ihm anfangen, das heißt, dass er als Vorbildfunktion ja auch vorangeht, dann kommen die anderen automatisch hinterher. Also ich kenne nur ganz, ganz wenige, die dann nicht mitziehen in dem Unternehmen. Ich habe auch manchmal eine Situation, da sind dann vielleicht 5 von 50, die sagen, oh, pff, bleib mir weg, ja, mache ich nicht. Und dann sage ich zu dem Unternehmer auch, lass sie einfach in Ruhe und lass sie zugucken. Und in der Regel kommen die von ganz alleine hinterher, wenn sie nämlich merken, was passiert. Ja. So, und da ist der Unternehmer eben gefragt, wirklich als Vorbild voranzugehen. Und dann sind wir bei den fünf Säulen, nämlich, dass er verstehen darf, dass er in seiner Verantwortung auch wirklich diese fünf Säulen bespielen darf. Wenn wir über fünf Säulen der Gesundheit sprechen, sind wir natürlich einmal bei dem Thema Körper, Seele, Geist. Das ist das, was alle kennen im Moment und womit jeder versucht, sich irgendwie bestmöglich aus seiner persönlichen Sicht aufzustellen. Das kennen wir. Also gesund sich ernähren und ein bisschen fit sein und vielleicht noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Manch einer meditiert und findet andere Wege, um sich selbst in seinem Geist auch frei zu fühlen. Aber da gibt es ja unterschiedliche Ausrichtungen. So, das ist aber eine Säule, nur eine Säule von fünf. Die zweite Säule sind gesunde Beziehungen. Die dritte Säule sind gesunde Emotionen. Heißt zu Mitarbeitern, aber auch Familie, Kunden, Lieferanten, also mit allen Menschen, die dich umgeben, kann man sagen. Genau, ich komm gleich drauf hin. Ich wollte kurz die Säulen aufzeigen und dann können wir gerne so eine Spielwiese drumherum bauen. Mhm. Ja, also die zweite Säule gesunde Beziehungen, die dritte Säule gesunde Emotionen, die vierte Säule gesundes Arbeiten und die fünfte Säule gesunde Finanzen. So, und wenn wir in diesem Säulenmodell bleiben, dann wird uns ganz schnell klar, wenn nur eine Säule auch nur einen kleinen Knacks hat, dann wirkt sich das unweigerlich auf die Stabilität der anderen vier Säulen sofort mit aus. Ja. Oder zumindest früher oder später, sodass irgendwann mein gesamtes Fundament bröckelt. Und wenn der Unternehmer das versteht, dann weiß er auch, ich bin hier nicht alleine gefragt. Ja, und dann wird ihm klar,
dass es ein Zusammenspiel ist. Denn dann kommen wir zum Beispiel, jetzt kann ich Adams Beispiel wieder nehmen. Adam, Mitte 50, hat nicht wirklich eine gute Beziehung zu seinen Mitarbeitern gehabt. Ja, er war derjenige, der immer Druck gemacht hat, der auch nicht wirklich Verständnis hatte für seine Belegschaft und der ganz, ganz viel abverlangt hat, so nach dem Motto, ich muss ja schließlich auch leisten, also könnt ihr das auch, ich bezahle euch ja schließlich. Ja, so, und das hat natürlich auch für Unmut gesorgt, so dass weder der eine noch der andere zufrieden war. Und dieses Zusammenspiel, also diese nicht besonders gut funktionierenden Arbeitsbeziehungen, hat Adam auch mit nach Hause zu seiner Eva getragen. Wenn er also schlecht gelaunt abends nach Hause kommt und dann auch noch dort vielleicht auf Unverständnis stößt oder aber Eva dazu dann sagt, was ist denn schon wieder mit dir los? Mit dir ist ja gar nichts anzufangen, dann ist das ja wieder ein Beziehungsaustausch, der nicht funktioniert. Genauso zu den beiden Kindern, die ja nachrücken sollten im Unternehmen. Ja. Ja, da dann zu, denn war die Herausforderung, dass die ja gesehen haben, wie Vater in der Firma agiert und wollten das überhaupt gar nicht so übernehmen. Also irgendwie war in dem Beziehungsgeflecht alles nicht besonders günstig. Ja. Und natürlich aufgrund dieses Beziehungsgeflechtes kommen dann natürlich auch die Emotionen, die ja so etwas mitbringen. Ja, jeder ist unzufrieden, fällt ein lautes Wort oder der eine beschwert sich über den anderen, so dass also auch Emotionen dann hochkochen, die wir ja manchmal gar nicht in der Lage sind zu steuern. Ja, wir sind ja nun alle auch so geprägt durch unsere Vorleben, also sprich über das, was wir vorher gemacht haben, über unsere Erziehung und so weiter, dass da bestimmte Muster und Prägungen sind, die, wenn wir sie nicht gelernt haben aufzulösen, immer wieder zu gewissen Triggersituationen führen, die dann ungesunde Emotionen auslösen können. Also aus da auch wieder zu schauen, was löst das eigentlich aus und was kann ich tun, um es zu verändern? Gesunde Emotionen. So. Und wenn das jetzt in diesem Gefüge bei dem bei Adam im Unternehmen dann auch noch dazu führt, dass aufgrund dieser Missverständnisse, aufgrund dieser nicht guten Unternehmenskultur dann auch noch ein nicht gesundes Arbeiten entsteht, dann kann man sich auch relativ schnell vorstellen, dass wenn die Mitarbeiter nicht leistungswillig oder leistungsfähig sind oder aber weil überhaupt das Unternehmenskonstrukt in der Teamarbeit nicht so aufgestellt ist, dass es so ineinander greift, dass es wirklich auch effizient ist und Leistung auch erbracht werden kann, also gute Leistung und Wachstum erbracht werden kann, dann ist es eben auch kein gesundes Arbeiten. Und das wird jedem klar, dass es dann auch ganz schnell mal bei den ungesunden Finanzen landen kann, wenn ich darauf nicht achte. Ja? Ja. Und so ist dann also ein Spiel entstanden, dessen Auswirkung sich Adam überhaupt nicht im Klaren war, dass er selbst einerseits ein großer Baustein da drin ist und dass zweitens er so viele Stellschrauben eigentlich nicht beachtet hat in der Vergangenheit, dass er sich gar nicht wundern braucht im Moment, dass sein Säulengerüst nicht ganz stabil ist und demzufolge auch nicht dahin gehen kann, wo er es eigentlich gerne möchte. Mhm. Ja. So, und dann, wenn ich das also einmal weiß und einmal erkannt habe, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, welche Säule ist jetzt hier eigentlich am instabilsten? Ja, wo ist vielleicht schon was abgebrochen? Und wenn ich dann in der Lage bin, aufgrund des Wissens, aufgrund der Analyse, die wir gemacht haben, zu erkennen, okay, an welcher Säule fangen wir denn jetzt eigentlich an, dann harmonisieren sich automatisch auch die anderen Säulen schon ein Stück weit mit und dann ist es gar nicht mehr schwer. Dann ist also wirklich, dann entsteht ganz viel Leichtigkeit, um auch die anderen Säulen dann wieder mitzuziehen. Ja, ja. Da wird Energie erzeugt und die transportiert, die Energie wird wieder in die nächste Säule hinein transportiert, ne? Mhm. Also wie so ein Perpetuum mobile, das dann in Gang gesetzt wird, ja.
Genau. Das ist interessant, was du sagst. Ich habe ja nur in deiner Säule bin ich ja der Experte für gesunde Finanzen. Ne? Genau. Die Säule, die du aufgezählt hast, da kriege ich ja sehr, sehr viel mit, auch Unternehmer. Und ich merke auch, die Probleme haben, die du beschrieben hast, das sind natürlich finanzielle Entscheidungen zu treffen. Da ist der Druck, die Banken machen Druck, die wollen wieder eine Vermögensbilanz sehen, finanzieren die eine neue Maschine, die Expansion oder die Weiterentwicklung von irgendwelchen Sachen in der Firma. Der Unternehmer muss sich Gedanken machen. Dann sagt die Bank, na gut, das unternehmerische Vermögen reicht nicht aus, das ist so eine schöne Privatvilla, gib dir mal mit in die Besicherung rein. Der Druck. Das kriege ich natürlich in meiner Beratungssituation mit, wo ich auch merke, dann ist Geld auf einmal ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn über Geld reden in der Firma und mit den Familien, da kommen sehr oft auch Unzufriedenheit und Streitigkeiten auf. Ich glaube, einer der Hauptscheidungsgründe ist unter anderem mit finanzielle Sorgen, weil es finanziell nicht klappt, weil man nur über das Geldvermögensamt diskutiert in Familien. Ja, das macht auch deine Arbeit so wertvoll, Holger. Deswegen finde ich das auch so großartig, was du machst. Du hast ja auch gesagt, du gehst mit einer Analyse vor und schaust ja auch, was ist denn jetzt eigentlich wirklich dran und bist ja dann auch im Nachgang mit dem jeweiligen Kunden, welcher Art auch immer, bist du ja dann auch in der Nachsorge immer am Ball, sodass man dann schauen kann, wo stehe ich jetzt gerade und welche Stellschraube muss ich jetzt vielleicht nochmal nachjustieren, um immer gut aufgestellt zu sein. Und wenn ich das zum Beispiel diese Philosophie auch hineinbringen kann in das Unternehmen, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt hier offen und vor allen Dingen, wir erzeugen Verständnis untereinander. Das heißt ja nicht, dass jeder sein Portemonnaie oder seinen Kontostand mitteilen muss, aber dass man ein grundsätzliches Verständnis dafür erarbeiten kann, dass die gesamte Belegschaft oder aber die gesamte Familie dann bei dir in den Gesprächen auch ein viel, viel mehr Verständnis dafür aufbringen kann, warum Dinge den Unternehmer belasten, ja, beziehungsweise was sie gemeinsam dafür tun können, damit es in Zukunft besser wird. Und dann stimmt es auch mit der Kommunikation und allen anderen Säulen, die sich dann hinterherziehen. Ja. Das ist ja oftmals auch nur in Anführungsstrichen nur ein Kommunikationsthema, ja, dass da Verständnis nicht da ist, weil es nicht angesprochen wird oder weil es nicht richtig angesprochen wird, weil man selbst ja Angst davor hat, gewisse Dinge anzusprechen oder, dann entstehen ja Probleme, mit denen man vorher eigentlich nicht gerechnet hat. Und so kann sich dann so ein Thema hochschaukeln und das muss nicht sein. Ja, man kann da wirklich mit ganz einfachen Dingen auch vorsorgen und in die offene Kommunikation gehen, so dass jeder auch seinen Beitrag dazu leisten kann. Nennen wir vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele, mal einen anderen Adam, was hast du da noch gemacht, damit die Zuhörer noch mal ein bisschen mehr an Informationen bekommen, was genau von dir erwartet werden kann. Wir nehmen mal ein komplett anderes Beispiel, nämlich ein Einzelunternehmer, der auf dem Sprung war, tatsächlich ein Unternehmen mit Mitarbeitern zu gründen. Ja. Da sind wir jetzt so ein halbes Jahr in der Arbeit und da haben wir eine komplett andere Situation, aber auch die werden ja einige Zuschauer haben oder Zuhörer in unserem Fall. Also ich bin jetzt zum Beispiel seit 5 Jahren selbstständig. Also nennen wir ihn Gustav, um in den altdeutschen Namen zu bleiben. Ja. Gustav ist 5 Jahre selbstständig. Es läuft mittlerweile ganz gut. Er kann da ganz gut von leben. Mhm. Und er hat festgestellt, er kann nicht mehr alles alleine machen. Und er möchte auch nicht mehr alles alleine machen, weil es nämlich dann auch zu Lasten seiner Gesundheit geht. Ja, also er hat mehr gearbeitet, als ihm lieb war und hatte keine Freizeit mehr und hat sich auch ganz wenig um seinen Körper gekümmert und um Beziehungen und alles, was da rumläuft, schon mal gleich gar nicht. Ja. So, jetzt ist er also an einer Situation, sich zu überlegen, okay, wie kann ich mein Unternehmen jetzt anders aufstellen? Erstaunlich war, dass wir in dieser Zusammenarbeit, das muss ich vorsichtig sein, in der Analyse zu dem, was er da gerade tut und wie er sein Unternehmen
weiterentwickeln möchte, haben wir herauskristallisiert, dass er das, was er da gerade tut, gar nicht als seine wahre Zukunft ansieht, sondern das war für ihn nur Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen. Mhm. Jetzt stellt sich auf einmal eine ganz neue Herausforderung. Sprich, fühlte er sich überlastet, weil er so viel zu tun hatte? Oder fühlte er sich überlastet, weil er gar nicht das getan hat, was eigentlich seiner wirklichen Essenz entspricht, sondern nur, um Geld zu verdienen? Ja, genau. Ja? Ja. Also er hat Geld verdient, aber eigentlich nicht mit dem Thema, was ihm Spaß gemacht hat. Dann ist das Distress, der schlechte Stress, das war da kein guter Stress, ne? Mhm. Ja. Genau. Ja. So, das hat also dazu geführt, dass er erstmal selber, dass ihm selber die Augen geöffnet wurden, dass er mal, also in der ganzen Fragestellung, die dann daraufhin erfolgte und aus der ganzen Analyse heraus, hat er dann an einem bestimmten Punkt gesagt, du, weißt du was? Wenn ich das die nächsten 30 Jahre machen soll, dann überlebe ich das nicht. Mhm. Und okay, dann ist es natürlich meine Aufgabe, herauszubekommen, warum nicht? Und was ihn denn eigentlich so belastet, beziehungsweise was er dann auf der anderen Seite anstattdessen gerne machen wollen würde. So, und jetzt mal angenommen, er ist jetzt zum Beispiel aus dem Marketingbereich, Social Media, das sind ja so ganz viele, die das so tun, ja, Online-Marketing und so weiter, und hat sich dort jetzt also schon auch irgendwo Namen gemacht, aber sagt, eigentlich gefällt mir das überhaupt nicht. Eigentlich würde ich viel, viel lieber was ganz anderes machen, und zwar den Menschen auch neue Perspektiven geben. Ja, also er sah sich da auch eher so als Berater und Coach für welche Arten auch immer. So, das heißt, dann gilt es auch für mich herauszukristallisieren, wie können wir das jetzt ändern? Also nicht zu sagen, okay, dann lass alles stehen und liegen und dann machst du halt gar nichts mehr, sondern wie kann ich jetzt so die Situation verändern, dass es ihm erstens finanziell trotzdem noch gut geht, aber den neuen Weg dann für sich auch mit integrieren kann. Mhm. Und da gehört ganz, ganz viel auch Vertrauen in sich selbst und auch Mindset-Arbeit dazu, ja. Dieses Vertrauen auch für sich entwickeln zu können und sich selber auch Ruhephasen zu gönnen, um dann auch diesen Mindset-Themen und eigenem Vertrauensaufbau auch nachgehen zu können. Wow. Du machst ja eine richtige Coaching-Arbeit da. Du gehst ja wirklich in den Mindset rein. Mhm. Wer bist du? Was willst du? Was sind deine Werte? Wo willst du hin? Ist das, was du hast, eigentlich deine Zielerfüllung, dein Wunschtraum etc.? Wow. Mhm. Das heißt, hast du eine Coaching-Ausbildung dafür gemacht? Denn das bedeutet ja sehr viel Einfühlungsvermögen, auch mit Menschen umzugehen. Das stimmt. Also es sind schon verschiedene Coaching-Einheiten da. Es ist aber auch ganz, ganz viel Erfahrung mittlerweile. Also ich bin ja nun keine 20 mehr und demzufolge, es sind 30 Jahre Erfahrung, die dahinter stecken. Heute, sie sieht aber aus wie eine 20, wollte ich nochmal sagen. Ja. Ich ein Bild von ihr. Ja. Darfst du nachher mal, ist auch nicht retuschiert oder kaum, soweit ich weiß. Und es ist auch ein aktuelles Bild, das kann ich auch sagen. Ja. Aber vielen Dank für die Blumen sozusagen. Ja, gut. Aber jetzt, das ist Einfühlungsvermögen. So, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Und ganz, ganz viel Erfahrung. Ja. Und der hatte jetzt doppelten Stress. Einmal zu überlegen, mache ich das jetzt weiter? Und was passiert, wenn ich was Neues mache? Was passiert dann mit dem Alten? Und wie geht's denn mir denn damit dann finanziell? So, der bekam plötzlich erstens einen Hörsturz, Sturz, und zweitens bekam der fürchterliche Rückenprobleme. Wow. Und da jetzt auch zu überlegen, okay, wie kann das jetzt zusammenhängen? Ja, also da gibt es ja auch sicherlich ganz viele unter den Zuhörern, die sagen, okay, wir wissen, Körper, Seele, Geist, System hängt zusammen. Ja. Sollte ich also auch dort hinschauen? Und dann ist es auch meine Aufgabe, auch da mit hinzuschauen und ihn auch da wieder abzuholen. Und er hat also sozusagen erstmal gesagt, oh, ich bin jetzt erstmal außer Gefecht gesetzt, jetzt liege ich hier im Krankenhaus mit meinem Hörsturz. Und mit meinem Rücken weiß ich auch nicht, wie das weitergehen soll. Das heißt, er fiel dann in das nächste Loch.
und ihn aus diesem Loch wieder rauszuholen und ihn auch ein Stück weit des Weges zu begleiten und neue Perspektiven aufzuzeigen und ihn vielleicht auch verständlich zu machen und für ihn auch erfahrbar und erlebbar zu machen, warum er das jetzt gerade hatte und was das mit seinem aktuellen Leben zu tun hat, das ist dann zum Beispiel etwas, was diese Wegabgabelung ausmachen kann. Ja, also wir haben einen Weg gehabt, den wir gehen wollten, dann passiert etwas und jetzt kann ich diesen Weg nicht weitergehen oder wenn ich ihn weitergehe, dann komme ich nicht voran oder ich muss dann an der Stelle sagen, okay, ich sehe, jetzt ist hier eine Herausforderung, ich nehme mal die Abzweigung links und komme dann irgendwann wieder auf den Weg zurück. Und den ihn dann da ab, das ist erstmal auch eine Frage der Wertschätzung, dass er sich gesehen fühlt und angenommen fühlt und dass er auch für sich selbst die Perspektive wiederfindet, da auch aus sich selbst heraus zu etwas zu lernen und an sich selbst zu wachsen. So, also es ist jetzt ein Vierteljahr zurück, ihm geht's wieder gut, ja, und er hat dann natürlich auch in dieser Ruhephase für sich selbst auch erkannt, weil er dann überhaupt den Kopf mal frei hatte, wo denn eigentlich sein Weg hingeht. Jetzt haben wir körperlich vieles getan, also auch da kann ich ja helfen, damit Therapieformen zu unterstützen oder zumindest wieder Partner hinzuzuziehen, die dann helfen und Unterstützung leisten können, damit er sein Körpersystem auch gut ausrichten kann mit alternativen Therapieformen und auch in Entwicklungsformen an der Stelle. Und wenn er dann wieder für sich selbst die Spur gefunden hat, dann kann man an den Themen weitermachen, wo man vorher stand. Ja, das war Beispiel Nummer 2, ganz anders als Adam. Ja, sehr, sehr schön, ja. Ja. Alle guten Dinge sind 3, willst du ein drittes raushauen? Ich würde jetzt gerne eine Frau nehmen. Jetzt nennen wir sie Helene. Wie? Helene. Helene, wunderbar. Ja, ich habe gerade versucht, in den altdeutschen Namen zu bleiben. So. Genau. Helene hat schon das Unternehmen ihres Vaters übernommen. Okay. Ist seit 5 Jahren in dem Unternehmen und hat versucht, es immer allen recht zu machen. Der Vater war sehr dominant. Ja. Sie ist jetzt mit Mitte 30 in das Unternehmen gekommen, ist jetzt Anfang 40 und hatte versucht, ihre eigene Linie da auch reinzubringen, kam aber nicht weiter, weil sie erstmal gegen ihren dominanten Vater nicht ankam. Der meinte so nach dem Motto, früher war alles besser. Ja, und alles das, was ich aufgebaut habe, hast du gefälligst so zu übernehmen, sonst bist du meiner nicht würdig. Also nicht ja patriarch. So ein bisschen patriarchisch, genau. Und sie hatte aber schon auch aus ihrem Studium und aus dem, was sie vorher auch mitgebracht hat, aus den ersten Berufsjahren, ganz, ganz viel für sich auch mitgebracht. Also sie hätte gerne, sehr, sehr gerne, neue Methoden der Führung auch eingebracht. Sie hätte gerne Gesundheitsthemen bzw. Mindset-Themen mit hineingebracht. Sie war jemand, die gerne die Belegschaft auch gepampert hätte, in Anführungsstrichen, ja, um da auch eine gewisse Wertschätzung reinzubringen. Und damit ist sie aber immer an ihre Grenze gestoßen. So, und es kam dann zu einem an einem bestimmten Punkt, da dann auch die Finanzen so ein bisschen geschwankt haben, dass dann eine Steuerprüfung kam und diese Steuerprüfung ergeben hat, dass eine riesen Nachzahlung erfolgen sollte. Und daran ist, wie haben wir sie genannt, Helene, dann zusammengebrochen. Ja, und oh. Helene ist, ja, Helene hatte dann so ein, also tatsächlich so ein Burnout, schon, dass sie erstmal gar nichts mehr konnte. In dieser Situation lief das Unternehmen von alleine weiter und eigentlich mehr oder weniger ohne Führung, weil Vater war raus, Tochter war nicht mehr da. Und da hat aber jemand wirklich die Verantwortung übernommen, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier alle an einer Position, wenn das den Bach runtergeht, haben wir alle keine Arbeit mehr. Wie können wir jetzt Helene und dabei unterstützen, dass sie erstens gesund wird und zweitens, wie wir dann sie auch unterstützen können, dass
dass das hier mit uns allen besser funktioniert. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Und dieser Mitarbeiter aus der Führungsetage ist dann auf mich zugekommen. Dann, ich weiß gar nicht, wie er mich gefunden hat, aber es spielt ja auch keine Rolle. Jedenfalls hat er mich dann ausfindig gemacht. Und wir sind dann in die Analyse gegangen, obwohl Helene noch gar nicht wieder einsatzfähig war. Ja, also er hat das in Eigenverantwortung gemacht. Ja. Und als Helene wieder da war, konnte er ihr also schon vorlegen, was für Möglichkeiten da wären. Und sie hat es so dann dankend angenommen, weil sie dann für sich auch gesehen hat, okay, hier kann ich für mich tatsächlich das umsetzen, was ich immer wollte. Und jetzt galt es dann noch darum, den Vater mit ins Boot zu kriegen oder zumindest aber dazu zu ermutigen, sich vielleicht weitestgehend rauszuhalten und Vertrauen auch in seine Tochter zu haben. Mhm. Ja, und das war also die Position, an der wir angesetzt haben. Ja. Und Helene hat dann auch ganz viel Umbrucharbeit in der Belegschaft gemacht und sie hat selbst für sich das Thema Gesundheit auch mit einbringen wollen, weil sie ja selbst gerade diese Situation erlebt hatte und hat dann zum Beispiel auch so eine Art Gesundheitsinsel mit Fitnessbereichen und einer alternativen Therapieform, die man auch im Büro anwenden kann. Wollen wir jetzt keine Schleichwerbung machen, aber Holger, du weißt, was ich meine. Ja, du hast es auch gesehen, was wir dann im Büroalltag auch mit integrieren können, was alle Mitarbeiter nutzen können, um dann schnell auch mal zum Beispiel aus einem Konzentrationsloch herauszukommen oder zum Beispiel sich Rückenbeschwerden sich gar nicht erst festsetzen können beziehungsweise relativ zügig wieder aufgelöst werden können und. Mhm. Also Dinge zu tun für die Belegschaft, dass es der Belegschaft langfristig nachhaltig besser geht. Ja. Und das haben wir da implementiert und seitdem läuft es wirklich viel, viel besser und wir sind jetzt dabei, den nächsten Schritt zu gehen, also dann wirklich in die Umsetzung, was können wir innerhalb der Firmenstruktur und der Mitarbeiterstruktur noch verändern, damit das Zusammenspiel der Mitarbeiter für das Wachstum beziehungsweise den Aufbau des Unternehmens noch viel besser funktionieren kann. Wow, cooles Beispiel. Ja, du, wir haben jetzt schon eine Stunde miteinander geschnackt. Hättest du das gedacht? Das hätte ich nicht gedacht. Ich merke nur, dass meine Stimme langsam nachlässt. Zeit vergeht. Drei tolle Beispiele, wo ich glaube, vielen jetzt klar geworden ist, was du machst und welchen Nutzen du für das Unternehmen und den Menschen in der Verbindung bringen kannst. Mhm. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, soweit ich das weiß, Fit for the Future heißt das Ganze. Da geht es aber jetzt noch nicht um den unternehmerischen Teil, sondern da geht es mehr um die Privatperson, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Das stimmt. Also ich habe den Titel auch nochmal geändert. Er heißt tatsächlich Fit für die Zukunft, damit es auch zu ersehen ist, dass es ein deutsches Buch ist. Mhm. Und das Buch ist tatsächlich für jedermann, also für Privatpersonen. Natürlich kann jemand daraus auch gewisse Dinge herausnehmen, die er für seinen unternehmerischen Weg mit einbringen kann. Aber grundsätzlich ist es für die Privatperson. Und es ist tatsächlich genauso, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Es ist eine mit der Machete einmal durch den Dschungel an Angeboten der Gesundheitsthemen gegangen. Mhm. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Cool. Was spielt alles ineinander? Was kann ich alles für mich nutzen? Beziehungsweise, wie kann ich für mich die geeignete Lösung finden? Weil nicht jedes Angebot, was auf dem Markt ist, ist für jeden Einzelnen auch gut. Jeder kann also dann wirklich für sich kombinieren. Und das kann aber nur kombinieren, wenn ich auch weiß, was es alles gibt und wie alles zusammenhängt. Und dafür habe ich dieses Buch geschrieben. Wie kommt man daran? Auch das gibt's. Also einmal habe ich es auch auf meiner Seite. Es gibt's bei Amazon als. Also auf deiner Homepage ist das. Also auf meiner, genau, richtig. Das kann man käuflich erwerben oder runterladen. Was hast du da für ein Konzept gemacht? Gibt drei Möglichkeiten. Man kann es als Print-Version kaufen, man kann es als E-Book, dann als Download bekommen oder aber auch als Kindle-Version, wenn jemand jetzt ein Kindle-Freund ist und da ein Abo super. Hat oder wie auch das heißt, immer. Wir gehen deine Homepage eh an und derjenige, der sich dafür interessiert, sieht, ich glaube, so ein schönes Bild von dir auf der Homepage und kann sich das dann mal anschauen. Du bist ja auch, hätte beinahe gesagt, bekannt aus Radio und Fernsehen bei TV Hamburg. Hast du dich mal interviewen lassen, sehr, sehr schön gemacht bei der
ist Martina Hartau, ne? Hautau, Martina Hautau bei Erfolg im Vorzug. Hautau, genau, Hautau, nicht Hartau, sorry. Da sieht man dich auch mal so in Wort und Bild sprechen und im Artikel, den fand ich auch sehr, sehr schön, den, der steht aber auf der Homepage, glaube ich, erwähnt, von Orteal, so ein 10-Seiten-Artikel, wo du auch mal so als Unternehmerporträt dargestellt bist. Wer ist denn Fit for the Future, Futura, die Frau, die dahinter steht, die Melanie Thurmann, wer ist, macht sie und so weiter. Auch sehr, sehr interessant, gleich mal anzuschauen, für denen, der sich interessiert. Du meinst die Titelstory im Orchideal-Magazin, heißt das? Orchideal, genau. Ja, ja, also ich habe Orchidee aufgeschrieben, aber Orchideal. Orchideal, genau wie die Orchidee. Ja. Orchideal-Image-Magazin ist das. Und da hatte ich eine Titelstory als Unternehmerin des Monats. Das ist tatsächlich so ein 10-Seiter geworden in Interviewform. Also auch sehr schön aufgemacht. Und das ist bestimmt auch nochmal hilfreich zum Nachlesen. Genau. Ja, denn ich meine, das Thema ist das, was du machst, habe ich jetzt wunderbar verstanden. Aber dich findet man ja nicht einfach so. Viele, denke ich, wissen gar nicht, dass es eine solche Unternehmensberatung, wie du sie machst, wo auch der Mensch und das Unternehmen im Fokus steht, auch die Wechsel beachtet werden, war mir bisher auch noch nicht so geläufig. Das stimmt auch. Ich bin im unternehmerischen Ansatz, aber diese Brücke, die du da baust, diese Schnittstelle ist für mich auch absolut neu. Deshalb ist das so faszinierend. Deshalb haben wir bei uns ja auch in der Kooperation so ein bisschen gefunden. Vielleicht, wir haben uns dieses Jahr, haben die Melanie und ich uns kennengelernt auf der Contra. Das ist die Messe für Traffic und Conversion, die immer veranstaltet wird von dem Thomas Klusmann. Und dem Thomas Schreiber heißt der Partner von ihm. Christoph Schreiber, Dankeschön. Und super Messe, wo wirklich interessante Größen aus dem Bereich des Online-Bereiches hingekommen sind, mit tollen Vorträgen, tolle Netzwerke, die man aufbaut. Da haben wir beide uns kennengelernt und gesagt, hey, wir müssen mal zusammen etwas machen. Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich solche Plattformen auch nutze, weil ich weiß, dass was ich tue, ist noch sehr erklärungsbedürftig. Und ich bin, soweit ich das selbst auch beurteilen kann, relativ allein auf weiter Flur damit. Das ist zwar ein super USP, wie man so schön sagt, also ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist natürlich auch erstmal eine Herausforderung, dass du sozusagen in den Markt kommst damit. Also es ist ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit. Deswegen mache ich auch gerne diese Interviews, also wie zum Beispiel in Erfolge bevorzugt in der Talkshow oder ich gehe eben in diese Kongresse, wie zum Beispiel Contra, wo wir uns ja kennengelernt haben, oder Podcast und so weiter. Weil nur dadurch, dass ich es transportieren kann, kann ich auch, dass die Menschen damit sensibilisieren. Ja, natürlich akquiriere ich und wenn ich mit jemandem spreche, habe ich den auch relativ zügig im Boot. Aber es flächendeckend zu machen und sozusagen je mehr Menschen ich damit auch erreichen kann, desto besser natürlich auch nicht nur für mich, sondern überhaupt für die gesamte Unternehmerwelt. Ich weiß, ich bin da momentan relativ einzigartig mit und das ist auf der einen Seite gut. Aber es darf natürlich auch wachsen und auch irgendwann auch Gleichgesinnte dann entstehen. Ja, das darf ruhig passieren. Ergänzt, du bist dann auch noch deinen Facebook-Auftritt unter Futura Fit for the Future. Ja, genau. Und das nehmen wir aber als Link mit rein. Das schickst du mir noch rüber nachher. Dann nehme ich das als Link zu den Shownotes mit dazu bei dem Interview in meinem Podcast. Und da hast du ja mittlerweile auch eine ganz tolle Sache aufgebaut, dass du nämlich Facebook Live machst, den Friday Health Talk. Ich glaube, zum vierten Mal hast du den jetzt gemacht. Ich durfte letzte Woche Freitag sogar bei dir Gast sein. Da haben wir über Gesundheit und Finanzen gestackt. Das war sehr, sehr interessant. Eine Stunde lang. Und da ist natürlich auch eine interessierte Zuschauerschaft immer wieder gerne eingeladen. Und Facebook Live hat natürlich den Vorteil, das kann man sich später auch als Aufzeichnung anhören. Dann, wenn du Zeit hast, lieber Zuhörer, dann, wenn du Zeit und Muße hast, hörst du das einfach mal in Ruhe an. Auch interessante Themen, die Melanie bisher dort gemacht hat. Ja, und das ist auch zum Beispiel etwas, da kann man sehr gut merken, mit welchen Partnern auch ich auch zusammenarbeite, beziehungsweise was auch alles in meine Arbeit hineinspielen kann. Also es heißt Healthy Friday Talk, ja, und das jeden Freitag um 12.30 Uhr live mit jeweils einem neuen Gast. Es hat jetzt sechsmal stattgefunden.
Ja, und wir haben, also ich habe die nächsten 4 Sendungen auch schon wieder fest geplant, also mit jeweils neuen Partnern. Und da kann man dann auch wirklich sehen, einmal wie die 5 Säulen ineinander greifen, die wir besprochen haben, und dann auch, was ist alles für Gesundheitsthemen oder auch Wertethemen. Es ist ja eigentlich ein Wertethema für das Unternehmen oder für die Unternehmen und auch die Menschen, die darin arbeiten, wie das alles zusammenspielt. Und deswegen habe ich das ins Leben gerufen, weil mir das so wichtig ist, dass tatsächlich auch die Menschen merken, okay, was ist denn eigentlich alles möglich? Selbst wenn ich mich jetzt selbst mit den 3 Beispielen, die ich genannt habe, selbst wenn ich mich da nicht abgeholt fühle, weil es nicht meiner Situation entspricht, aber ich kann dann in solchen Sendungen beziehungsweise in diesen Lives immer wieder neue Situationen schaffen, beziehungsweise auch mit besprechen, so dass dann auch der eine oder andere sich doch an irgendeiner Stelle abgeholt fühlen kann. Ja, genau. Ja? Und wer die Melamin mal live in Persona erleben möchte, du machst eine Veranstaltung, dieses Live-Retreat. Ich glaube, irgendwann Mitte Oktober, Ende Oktober ist das. Sag doch nochmal 2 Sätze. Ja, das ist am 24. Oktober in Celle. Heißt Reduce to the Max. Und wenn du dich hierzu angesprochen fühlst, ist es also ein Business Retreat, ein Rückzugstag für dich als Unternehmer, wenn du zum Beispiel auch mal Ballast abwerfen möchtest, damit du es wieder leichter hast, neue Höhen zu erreichen, dann wärst du hier genau richtig. Ja, okay. Wenn du dich also erinnerst, dass du zu Beginn deiner Selbstständigkeit mit vollem Tatendrang und Elan gestartet bist und jetzt Revue passieren lässt, wie viele Reserven du noch übrig hast, wenn du heute deinen Tag beendest, dann schauen wir mal an so einem Tag, wie du deinen Akku wieder aufladen kannst und wie du ihn auch für lange Zeit dann für dich selber wieder aufladen kannst und immer aktiv und leistungsfähig sein kannst. Dafür ist dieser Tag da. Und dann gibt es auch tolle Partner, die ich damit dabei habe, die unterstützend auch ihre Themen mitbringen, zum Beispiel auch du, Holger, ja, mit dem Thema gesunde Finanzen, weil auch das kann ja eine Form der Entspannung sein, zu wissen, wie bin ich da gut aufgestellt, um dann auch aus entspannter Haltung in die Zukunft gucken zu können. Ja, ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Weitere Informationen gibt es auch wieder über deine Homepage, da hast du das auch gelauncht, soweit ich das in Erinnerung habe. Genau, es gibt es auch unter fitura.de/events. Findet man also dieses Retreat. Ja. Reduced to the Max heißt es. Wunderbar. Mhm. Nehmen wir mit in die Shownotes. Liebe Melanie, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben 1:10 jetzt miteinander gesprochen, mit vielen, vielen interessanten, für mich persönlich auch einige neuen Fakten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, auch du, lieber Zuhörer, hast die ein oder andere Idee bekommen, wie wichtig die Verflechtung ist zwischen Gesundheit und Unternehmen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann würde ich dich bitten, gib mir eine gute Bewertung auf iTunes. Du kannst auch den Podcast, den ich rausgebe, weiterleiten an Freunde, Bekannte oder so weiter. Du bist vielleicht selbst Unternehmer oder Arbeitnehmer in einem Unternehmen oder Führungskraft und kannst das Thema vielleicht auch in deiner Firma weiter voranstoßen. Denn je mehr Menschen davon erfahren, was alles möglich ist, umso mehr ist die Wirkungsweise eines solchen Podcasts gegeben, denn das ist der Sinn der Sache, nicht für ein paar Leute, sondern das sollte breit gestreut werden. Melanie, vielen, vielen Dank, alles Gute und euch, liebe Zuhörer, ich freue mich auf euch, wieder in den nächsten Podcast zu hören. Alles, alles Gute, euer Holger und die... Jetzt bist du dran, Melanie. Melanie Thormann, vielen Dank, dass ich also, dabei alles, sein soll. Das müssen wir nochmal, da machen wir besser. Also, alles Gute, eure Melanie Thormann. Vielen und der Dank, Holger. Dass ich dabei sein durfte. Danke dir. Tschüss zusammen. Okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao.